Es ist wieder soweit. Ja, ihr habt jetzt hier gesehen, die letzten vier Qualifikationen. Die werde ich jetzt mal wieder schnell analysieren. Und am Ende wird natürlich auch wieder angekündigt, wer morgen denn hochgeladen wird im nächsten Intervall. Ich mache das jetzt ein bisschen unregelmäßig, aber das ist doch voll wurscht. So, fangen wir an mit Quali Nummer 5 von Ernesto. Also erstmal, was, Alter? Also die Mische ist komplett aufs linke Ohr gelegt. Aua. Kein Producer angegeben, keine Beschreibung, keine Lyrics, fand ich schade. Das, was man versteht, kann man so machen, technisch gesehen. Auch wenn die Reimketten wehtun und überhaupt nicht meins sind, aber reich das nächste Mal einfach ordentlich ein und dann ist alles tutti. Das wäre so einer der Kandidaten, den ich noch in eine eventuelle Vorrunde schicken würde. Ansonsten kann ich da nicht viel zu sagen. Wie gesagt, also wenn mal bei euch bloß ein Kopfhörer funktioniert, sollte am besten der linke sein, dann Ernesto ist die Quali für euch. Als nächstes kam Normalität. Also, da muss ich erstmal zu sagen, klassisches Quali-Video auf jeden Fall. Schön bearbeitet, schöne Effekte. Die Schnitte sehen ein bisschen Movie Maker-esque aus, aber ansonsten ist das auf jeden Fall für Quali mehr als nur ausreichend. Finde ich auf jeden Fall gut. Der Beat ist ganz okay. Das Vocal-Sample da drin ist brauchbar. Ist jetzt auch nicht so der Standard Vendetta Beats Production Beat. Schau, da geht raus an die Beats von Vendetta, die ich allesamt nicht mag. Finde ich cool. Dann das Reimkonzept ist interessant, muss man dazu sagen. Er float stabil. Die Audioqualität ist okay. Ist okay. Die Mische ist auch echt akzeptabel. Alles in allem eine echt geile Quali. Definitiv einer, den man nicht im Battle unterschätzen sollte. Da freue ich mich auf jeden Fall auf die Battles, die dann zur gegebenen Zeit folgen. Die siebte Quali war von Roos, wenn man das so ausspricht. Roos. Erster Kritikpunkt ist direkt schon mal kein Video, sondern Standbild. Ist aber legitim und davon abgesehen ist die Quali mega, mega fett. Also geiler Beat, geiler Flow, fette Mische auf jeden Fall. Vielleicht ein bisschen lauter, ansonsten fette Mische, alles nice. Routine ist auf jeden Fall am Start. Die Technik ist stabilo wie Fineliner, lol. Die Hook ist richtig fett und die Aussage im Text ist auch nice. Ist für eine Quali auf jeden Fall mehr als gut. Bei dem Jungen freue ich mich richtig auf die Runden. Gucken wir mal, ob er dann auch Videos bringen wird oder ob er bei zu Viertel ausgeschnittenen Screenshots als Video bleibt. Denn da gehen ja auf jeden Fall Punkte flöten im Ernstfall für. Ansonsten so viel zu Roos. Gefällt mir bis jetzt mit am besten. Die Quali ist auf jeden Fall schon so, ich wollte gerade sagen, in den Top 10. Obwohl wir gerade bei 8 oben haben. Aber es ist auch nicht schwer. So, die 8. Quali kam von Flavor. Ja. Die Quali ist halt für ein komplett anderes Turnier gewesen und das sehr offensichtlich. Was natürlich erlaubt ist, aber auffälliger ging es halt nicht. Also trotzdem, ja, immerhin ist die Quali angekommen. Der Text, den kann man so machen. Die Mische ist ein bisschen anstrengend mit dem Reverb oder Delay oder was da drauf ist. Ist ein bisschen, also in den Parts, schwer zu hören, finde ich. Ansonsten, Flow ist ganz okay, kann man so machen. Die Hook hätte man tatsächlich lassen können, aber vielleicht ist das auch Geschmackssache und irgendjemandem gefällt das. Text ist so ein typischer Qualitext mit so einem Verweis auf das weibliche Geschlecht, Flavors. Kann man auf jeden Fall so machen. Ist auf jeden Fall für einen Qualitext mehr als genügend. Und auch da bin ich eher gespannt auf die Battles und wie die Runden dann werden. So viel zum zweiten Intervall. Der dritte Intervall kommt im Optimalfall morgen um 16 Uhr oder so. Da kommen auf jeden Fall die Qualifikationen von Theodor Trombus, von Tantrum, von Mimik und von Nickname. Ja, finde ich auf jeden Fall geil. Die Blockbusters sind wieder dabei, aber diesmal alle einzeln haben sich aufgeteilt. Und das wird, glaube ich, richtig nice. Alles drei Kandidaten, bei denen ich mich freue, sie in dem Battle zu sehen. Und Tantrum, die geile Sau, ist eigentlich auch mal wieder am Start. Finde ich supi. So, dann sehen wir uns, wenn ich die nächsten Sachen analyse. Langsam plätschern die Qualis rein. Der nächste Intervall ist auch schon gut gefüllt, sagen wir es so. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Wieder mal in unter 5 Minuten. Ich bin so ein G. Nice one. Haut da rein. Tschüss.